Ja, heute mal wieder hier am Wolchow unterwegs auf jede Menge Kleinkram, auf Z-Fisch und Co. Und ich teste hier heute mehrere Spots. Also zum einen hier den Klassiker, der eigentlich schon die ganze Woche über ganz gut läuft, für Zobel, für Zerte und natürlich auch für Rotaugen. Schön Zobel. Also das schmeckt schon mal. Und jetzt, wo es gleich dunkel wird, teste ich dann auch nochmal auf Aal. Also, bisher sieht es schon ganz gut aus hier an der Stelle. Ich werfe ohne Clip einfach aus dem Handgelenk raus hier mit 20 Gramm Blei. Das werden so ungefähr zwischen 10 und 15 Meter sein. Also, wenn du da unbedingt klippen möchtest, einfach so auf ungefähr 15 Meter rein und gib ihm. Ich bin auch die ganze Zeit hier nur mit Borkenkäferlarve zurzeit unterwegs, weil es einfach gerade klappt. Theoretisch könnte man natürlich auch noch andere Köder nehmen. Kaster könnte man nehmen, Made könnte man nehmen. Also diese Köder auf jeden Fall auch testen, wenn das hier an der Stelle für dich nicht funktioniert. Wenn du es noch nicht erkannt hast, ganz klassischer Spot hier an der Mauer, an dem alten Hafen hier, an der Anlegemauer. Und zwar hier so in diesem Bereich. Man kann auch so ungefähr 20 Meter noch klippen, wenn man so weit rauswerfen will. Ist mir in der Regel zu weit. Da bist du ja nur am Kurbeln. Das bisschen hier, das reicht völlig. Und so ist das auch voll okay. Wir gucken nochmal eben. Ja, das sind irgendwo, ich sag mal so vielleicht um die 12 Meter. Mehr wird das gerade nicht sein. Zack, und der nächste. Na guck, da gehen auch ein paar dickere noch rein. Hier, Vorfach ist relativ zart und fein zusammengebaut. Gucken wir mal eben. Komm ran hier. Uap. Schöne Zerte, jawohl. Also Setup ist so zusammengebaut, 4,4 Kilo Vorfach hier, 12er Haken, der absolute Klassiker, Borkenkäferlarve und wie gesagt von den Möglichkeiten, man könnte Zugmückenlarve nehmen, man kann Made nehmen, man kann Kaster nehmen, Köcherfliegenlarve geht auch und wenn du übrig hast, auch mal gerne die Seealge testen. Also das sind so die klassischen Köder jetzt hier für diese Fische. Ein bisschen werfe ich noch aus hier an der Stelle. Ein bisschen probieren wir noch und dann geht es gleich aber auch direkt in den Umbau vom Setup und dann gehen wir auf Aal. Ich habe keine Ahnung, ob das lübt, aber es scheint gerade relativ bewölktes Wetter zu sein und zu bleiben. Und dann testen wir doch einfach mal, ob vielleicht auch noch der Aal geht. Einfach mal reinwerfen an der Stelle und ausprobieren, die Nacht sinnvoll nutzen. Und dann in den Morgenstunden, wenn es langsam wieder hell wird, dann geht es wieder zurück an diesen Spot. Oder wir testen einen anderen Spot. Ich würde sagen, das gucken wir uns gleich einfach nochmal an. Ich würde sagen, wir testen danach nochmal einen anderen Spot. Dann haben wir drei Spots in einem Video. Alter Falter. Drei Spots am Wolchow in einem Video. Komplett übertrieben. So, wir haben es jetzt 22 Uhr gleich. Die letzten Zuppler hier, die letzten Brocken, die reingegangen sind, auch wieder ganz ordentlich. Also hier Zerten, Zobeln, bis hin zu über 300 Gramm sogar. Also das passt. Größentechnisch alles gut. Frequenz auch hier wirklich gut. Wenn hier viele Zerten sind, dann natürlich auch gerne bei den Zerten etwas größeres Setup nehmen. Dann auch gerne sowas wie einen 6er Haken vielleicht mal testen und mal einen Mistwurm oder Tauwurm tatsächlich reinhauen. Denn die Zerten, die mögen auch gerne mal die etwas... die etwas größeren Köder, Zerte, der größte der Z-Fische. Jetzt geht's zum anderen, von Aal bis Z. Jetzt gehen wir auf dem Aal, also rüber zum nächsten Spot. So, wir kommen direkt zurück zur Base und hier in der City nehmen wir sofort die Fähre, sind hier drüben angekommen und dann geht es weiter zu dem klassischen Aal-Spot. Und da gehen wir hier vorne hin, einfach so zum Testen. Also, absoluter Klassiker. Ich lasse das Setup so, wie es ist. Beziehungsweise, nee, wir nehmen einfach dieses Setup. Und gehen hier einfach, wir bauen das nochmal ein bisschen passend um. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Gehen wir mal so auf 9,7. Ein bisschen größer mit rein, 9,7 Kilo. Und dann nehmen wir hier einen 1er Haken. Und natürlich Tauwurm, Fischfetzen und so weiter. Ich werfe mal da vorne hin.
so locker flockig. Auch das sind jetzt hier ungefähr 20 Meter. Max, ja doch, maximal ausgeworfen auf kleinem Setup. Warum so ein bisschen größeres Vorfach? Weil eben hier auch Welse sein können. Wels und Quappen. Und deswegen habe ich dann etwas größeres Vorfach. So, hier nochmal ein Fischfetzen. Auch maximal raus. Immer da so vorne in Richtung von diesem großen Baum in den Schatten. Auch das wieder ungefähr 20 Meter. Und die dritte Route. Zack und weg damit. So. Also, 1, 2, 3, beziehungsweise Moment, eine Korrektur machen wir nochmal, den letzten, den werfen wir ein bisschen weiter geradeaus. Wir sind jetzt hier so ein bisschen sehr schräg. Ich werfe nochmal ein bisschen weiter gerade, denn wir haben ja hier, ja, das ist besser, denn wir haben ja hier auf der Map, wo wir sind, so eine Gewässerkante und an dieser Kante, da wollen wir sein, da wollen wir testen, ob sich da der Aal auffällt. So, Schnur nochmal wieder ein bisschen langziehen und straffen. Dass wir da auch sofort jegliches Gezuppel mitkriegen. Ja, und jetzt heißt es natürlich hoffen und abwarten und gucken, was hier reingeht. Na, so kann das doch losgehen hier. Jawohl, die erste kleine Quappe. Aber da geht's auch direkt weiter. Gerade ausgeworfen und es zuppelt weiter. Und wenn es viel rumgezuppelt ist, ist es normalerweise eine Quappe. Gucken wir mal. Na, noch nicht ganz gebissen, aber hat den Köder schon dabei. Jetzt gehakt, jawohl. Also ran da, gucken wir mal, was hier noch geht. Es ist noch gar nicht richtig spät. Wir haben ja bis 4 Uhr morgens sind ja auch gerne mal so die heißen Phasen, wo der Aal auch nochmal gut reingeht. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Ups, aber nee. Die Quappen ballern erstmal hier rein. So, und die Morgenphase, die nehmen wir jetzt hier noch mit. Auch wenn nicht wirklich viel geht. Das ist halt immer absolute Glückssache. Da muss man einfach ein bisschen testen. Und danach geht's zum nächsten Z-Spot. Da wird weiter rumprobiert, ob nicht noch ein paar Zettis reingehen. Na guck, die ollen Brassen, die wollen hier auch noch mal rein. Eine gute Stunde testen wir jetzt hier noch. Zack, raus damit. Und danach geht's weiter. So, und jetzt hier an der Stelle geht's dann weiter auf Z-Fische. Also, so wie das Setup gerade zusammengebaut war, alles wieder zurückgebaut. Schön mit dem kleinen Vorfach wieder, schön mit dem 12er Haken, Borkenkäferlarve, zack, raus damit. Genauso wieder aus dem Handgelenk, ungefähr so auf 10 bis 12 Meter raus. Und that's it. Es fängt auch schon direkt wieder an zu zuppeln. Na guck, das Ding in... Ja, auf der zweiten zuppelt's auch schon, sehr gut. Und ja, die Quappen, beziehungsweise am Aalspot war heute nicht so wirklich viel los. Heißt also, nächste Mal nochmal testen. Vielleicht, wenn es hier so regnerisch ist, dann nochmal eher testen. Vielleicht geht's dann da ein bisschen besser. Oder auch mal ruhig die anderen Spots testen. Das heißt, einmal hier ganz am Ende von diesem Strand. Hier ist eine ganz große Schilf-Area. Hier einfach vielleicht mal reinwerfen. Oder auch hier in diesem Bereich. Beziehungsweise vor dieser Schilfkante hier kann man auch noch mal testen. Also es gibt hier so 2, 3, 4 ganz gute Stellen auch für den Aal. Vielleicht einfach mal reingucken auf dem YouTube-Kanal. Hier gibt es natürlich auch verschiedene Videos schon dazu. Und ich schaue einfach mal, was jetzt hier noch reingeht. Ist da schon was dran? Zuppelt da schon was? Oder sind sie wieder abgehauen? Ja, das war wild. Also bisher hier ganz viel Gezuppel, gerade an der Stelle und nicht einer, der richtig gehakt hat. Das scheint jetzt hier das erste Rotauge wahrscheinlich zu sein, wie das hier abzuppelt. Aber an der Stelle geht auch immer mal wieder was. Das ist jetzt hier die zweite Stelle, auch letztens noch im Stream getestet. Hat auch ganz gut funktioniert. Also erste Stelle hier, zweite Stelle hier vorne, dann in der Nacht auf Aal und dann die nächste hier. Oder natürlich da, auch dazu zu 71.100 gibt es bestimmt schon 5, 6 Videos auch auf dem Kanal. Einfach mal reinschauen. Na komm, zieh ab hier, gönn dir, Alten. Oh, da war der Bügel nicht mal zu. Oha, ist aber auch noch nichts dran. So. Und hier haben wir was dran. Na guck. Nach dem Aalangeln natürlich die Bremse ein bisschen weiter runter gemacht.
damit hier mit den kleineren Vorfächern auch nichts kaputt geht. Ja, die großen Rotaugen. Auch nicht schlecht. Rotauge wurde ein bisschen gebufft. Ich nehme auch einen schönen Rotaugen-Spot mit. Wenn da ein bisschen was geht, ziehe ich auch gerne den Kescher voll mit Rotaugen. Ja, so und so ähnlich teste ich jetzt hier einfach weiter und gucke. Vielleicht nehme ich auch gleich noch hier den vierten Spot dann quasi mit auf 71-100 und teste da auch nochmal weiter. Petri Lümmels, zieht raus eure Z-Fische und dann schön ein bisschen Cash machen mit den Zettis, mit den Zobeln, mit den Zopen, die auch gerade ein bisschen seltener sind. Und dann, wenn es läuft, eben auch gerne mit der Zerte, wie gerade schon gesagt, dann eher mit dem Wurm und mit einem etwas dickeren Haken. Also, wenn es geholfen hat, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.